Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir schauen den neuen Song von Contra K rein. Sonne heißt er. Und ich freue mich wirklich, wirklich sehr, sehr doll drauf. Ihr wisst, ich bin ein großer, ich würde schon sagen, Contra K Befürworter oder Fan, wenn ihr es so sagen wollt. Weil ich feiere seine Ansichten zu so unglaublich vielen Dingen einfach. Zu einfach seine Lebensweise, seine Einstellung zu zum Beispiel Tieren, seine Tierliebe, zu der Natur, Umweltschutz, all sowas. Mag ich sehr gerne, aber auch einfach seine Liebe zur Kunst, zu der Kunstrichtung Musik, die er dann auch in seinen Musikvideos noch verwirklicht. Hey, er ist einer der wenigen Künstler, die wirklich einzigartig sind, finde ich, mit dem, was sie machen, mit dem, was sie ausstrahlen, mit dem, was sie sind. So, Freunde, genug Gelobpriesen hier. Wir hören jetzt rein bei Sonne. Wenn ich schon das erste Stampel sehe, dann sehe ich schon ein krasses Musikvideo wieder. Wir haben hier Lava oder irgendein vulkanartiges Ding. Keine Ahnung, Mann. Mich würde es nicht wundern, wenn wir irgendwann echte Drachen haben bei Ihnen im Musikvideo. Ganz ehrlich, mich würde es nicht wundern, Freunde, ja? Ganz wichtig, Link zum Original in der Beschreibung, genauso wie das Album Vollmond auf Amazon. Die Box werde ich euch in die Beschreibung packen. Supportet, wo ihr könnt, Freunde. Produziert das Ganze von The Crates, Mix Master von X Barkley und Videocredits unter anderem. Nicht unter anderem, aber alles von Shaho, Freunde. Wir hören und schauen rein. Genießt, Freunde. Los geht's, Contra K mit Sonne. Yo. Macht der Block mich krank. Dieser Einstieg bei den letzten Songs mittlerweile. Abnormal. Wow. Macht der Block mich krank. Dann guck ich hoch in die Sonne. Schaut euch das an. Holy shit, Mann. Steven Spielberg hat das Video gedreht, Freunde. Wissen viele nicht. Hat Steven Spielberg gedreht mit Shaho zusammen. Oh. Wow. Oh. Ja, Mann. Ja, Mann. Es ist einfach real. Deine... Ich habe schon öfter gesagt, aber ich liebe es, wie Contra sich in den Videos bewegt. Es ist so simpel, aber diese massiven, krassen Hand- und Körperbewegungen von ihm lösen in mir irgendwas aus, Freunde. Es ist wahre Liebe. Es ist einfach pure Liebe für ihn, die es auslöst. Oh. Und das schon seit Jahren. Zu viel BS und damit meine ich nicht den Scheißwagen. Zu viel Hype, leider zu viel Hype um nix. Man, zu viele schreiben Hits, aber ohne was zu sagen. Alles klar. Das hat er perfekt das zusammengefasst, was ich in den ersten anderthalb Minuten gesagt habe. Zu viele schreiben Hits, aber ohne was zu sagen. Real Talk. 80% der Nummer 1 Rapper gefickt einfach. Hochgenommen. Auch ein paar seiner Kollegen. Hochgenommen. Zu viel Hype, leider zu viel Hype um nix. Man, zu viele schreiben Hits, aber ohne was zu sagen. Alles Gangster auf der Straße, aber kaufen mehr Securities als Menschen vor der Bühne. Meine Fans sind wie Soldaten. Der 14.000 Menschen pro Stadt teilen die Werte, die ich fühle, Mann. Boah, es ist krass. Also wer, es tut mir leid, wer Contra K nicht fühlt, der tut mir einfach leid. No front, es ist ja okay, aber es tut mir leid, dass ihr nicht das fühlen könnt, was ich gerade fühle. Was für Image, das ist Sound, den ich mag, also besser, du pass auf, was du sagst. Leb nicht in Interviews, sondern in meinen Songs und bezahle mit meinem Blut jedes Wort. Macht der Block mich krank, oh. Dann guck ich hoch in die Sonne, hört der Sound dich an. Holy shit, Jungs. Und Mädels, was ist das schon wieder? Damn, er hat einfach Haie auch. Er hat einfach einen Hammerhai gehabt, Digga. Er hat einfach einen scheiß Hammerhai hier drin gehabt. Mann, ich kann dich nicht schaffen. Also spar dir die Worte. Denn ich hab meine Leute, hab alle meine Leute schon hier. Boah. Neid, aber nicht in deiner Liebe, aber wohne mietfrei in deinem Kopf. Ich lebe für mein. Boah, aber wohne mietfrei in deinem Kopf, weil er sich ständig Gedanken über ihn macht und immer nur auf ihn guckt und neidisch ist. Ey, anders. Meine Jungs, weil ich ihnen Energie gebe und alle diese Lügen sind nicht unser Job. Ich bleib mit beiden Füßen unten am Block, glaub mich. Ey, Shaho. Shaho und alle, die auch an diesem Video beteiligt waren, meine dicksten Props. Bei Contra K ist es gerade Next Level. Er ist sich selbst immer treu geblieben, aber entwickelt sich trotzdem weiter so. Von seinen Prinzipien ist er der gleiche, aber er hat jetzt einfach auch einen neuen Style gemacht so. Wenn man das vergleicht mit Contra K vor 5 oder 6 Jahren, hat er sich krass weiterentwickelt, hat einen neuen Sound auch, aber einen guten Sound. Mhm.
Real Talk. So komisch, wie Charakter sich verändert, wenn es Geld gibt. Werden Goldchronographen zu deinem Weltbild. Doch ich geb keinen Fick auf deine Follower und Fake-Klicks, solange ich immer noch ich selbst bin. Ey, Jungs, ich schwöre, ich habe das Lied davon noch nicht gehört, aber schon wieder das, was ich gerade gesagt habe, gefühlt. Er ist einfach derselbe, ne? Doch ich geb keinen Fick auf deine Follower und Fake-Klicks, solange ich immer noch ich selbst bin. Mach der Block mich krass, oh. Dann guck ich hoch in die Sonne. Treib das halt die Chance, dann spiel ich nochmal von vorne. Mann, ich kann dich nicht schaffen, also spar dir die Worte. Damn, auch diese Ader. Ich habe dieselbe Ader auf meinem Kopf, Freunde. Ich habe dieselbe Ader auf meinem Kopf. Weil ich bin ein Zwilling von Contra. Wissen viele nicht. Wir sind Zwillinge. Aber Dreieiige. Denn ich hab meine Leute, hab alle meine Leute schon hier. Ein wenig Dreck. Boah. Aber zu viel Herz. Statt altem Hass. Lieber Loyalität. Das Problem ist bei Contra K, ich weiß nicht, ob das real ist oder nicht. Hat er wirklich ein Hai gestreichelt? Die Wahrscheinlichkeit, dass es echt ist, ist höher, als dass es VFX ist. Real Talk bei ihm. Das bisschen Pech, zu wenig Liebe. Ich glaube, es ist echt. Die Ausdauer wert. Und nicht das Geld macht den Mann, der hier steht. Schmeiß weg, Digga. Schmeiß weg. Okay, ist VFX gewesen, aber hätte auch echt sein können. Bruder. Auch Shoutouts an The Crates für diesen heftigen Beat. Wow. Ich bin ein bisschen verliebt in Contra K, Freunde. Ich bin ein bisschen verliebt in ihn. Und ich kann nicht verstehen, wenn man nicht in ihn verliebt ist. Real Talk. Damn. Freunde, kommt zum kleinen großen Mini-Fazit. Unglaublicher Track wieder. Unglaublicher Track. Ich finde, seit den letzten 2-3 Tracks hat er so einen leicht futuristischeren, neueren Style noch. In den Musikvideos, aber auch im Klangbild. Der sehr gut zu ihm passt. Dieser Style passt sehr, sehr gut zu ihm. Boah, es ist sehr impulsiv. Es ist impulsiver. Es wird mehr gedoubled, meiner Meinung nach. Und er versucht ein bisschen flowtechnisch was zu ändern, was ich extrem schön finde und angenehm finde. Boah, es pumpt mich immer so ab. Ich habe das Gefühl, ich kann alles schaffen jetzt. Ich kann alles schaffen. Freunde, Mathe-Abi ist jetzt easy für mich. Ich glaube, das schaffe ich jetzt. Ich gehe einfach morgen hin, mich anmelden und mache das. Blind. Mit Zeichenschrift mache ich das. Mit Zeichen. Denk mal drüber nach. Aber Real Talk, es gibt keinen anderen Rapper, außer vielleicht Eminem, aber sagen wir im deutschen Bereich, keinen anderen Rapper, der mich so krass berühren und motivieren kann in einem wie Contra K. Ist krass. Es ist ganz krass, Freunde. Schreibt eure Meinung zum Song gerne rein, aber auch zu Contra K himself. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen, Freunde, bei 4 weiteren Videos. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.